Liebe Damen und Herren von der Presse, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich will am Anfang gleich gar nicht verhehlen, dass wir ein ganz klein bisschen Zeitdruck haben, weil Gregor Gysi rechtzeitig einfach München wieder verlassen muss und sich auf den Weg Richtung Berlin machen muss. Das bedeutet, wir versuchen das hier ein bisschen im gestrafften Durchgang zu machen und deswegen werde ich auch nur ganz wenige Worte voranstellen. Ich will mich noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Nicole Gohlke, bin hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion, deswegen natürlich auch mit dem Thema Studiengebühren ganz besonders noch mal befasst und hier Abgeordnete aus München. Ja, bei dem Volksbegehren über die Abschaffung der Studiengebühren geht es um nichts Geringeres als um das Recht auf Bildung. Und zwar eben Bildung als Grundrecht für alle und nicht als Privileg für wenige. Das ist unser Motiv, das ist das Motiv der Linken, das Volksbegehren auch mit aller Kraft zu unterstützen. Sie alle kennen wahrscheinlich ja auch die aktuellen Zahlen. Mir liegen zumindest die von gestern Morgen vor, die verkündet wurden, auch von dem Bündnis gegen Studiengebühren verkündet wurden. Da gab es bayernweit 5,6%. Das heißt, das Volksbegehren hat natürlich die entscheidende Hürde noch nicht genommen. Das Quorum ist noch nicht geschafft. Aber es ist auf einem guten Weg dahin. Es ist noch Luft nach oben. Mein Eindruck ist allerdings, wenn ich so am Infostand bin, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch komme, mein Eindruck ist, dass es eine deutliche Stimmung gegen die Gebühren in der Bevölkerung gibt. Es gab ja auch Umfragen, die eigentlich die Gebührengegner in Bayern bei fast 3/4 sahen. Und es haben sich ja diverse Initiativen auch, lokale Initiativen gegründet, ich glaube über 100 Stück bayernweit, zur Abschaffung der Studiengebühren und zur Unterstützung des Volksbegehrens. Deswegen bin ich auf jeden Fall optimistisch, dass wir das Quorum auch noch erreichen werden. Und man weiß ja auch von Volksbegehren, dass es oft sozusagen gerade hinten raus nochmal der entscheidende Schub kommt. Deswegen bleibe ich auch gerade für München optimistisch. Mit unserer Veranstaltung heute wollten wir als Bayerische Linke auch nochmal einen Schub für die Mobilisierung jetzt gerade für das letzte verbleibende Viertel sozusagen der Zeit des Volksbegehrens geben. Natürlich ist die ganz konkrete Frage der Abschaffung der Studiengebühren ein rein landespolitisches Thema, aber eben die Frage, ob es Gebühren in der Bildung gibt und ob man für Bildung bezahlen muss und ob Bildung zur Ware wird, ja, das alles hat für uns bundespolitische Bedeutung. Es ist natürlich auch ein bundespolitisches Thema und deswegen haben wir eben auch Gregor Gysi, den Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag als Hauptredner heute eingeladen, um auch durchaus diese Bedeutung nochmal zu unterstreichen. Wir haben uns auch bewusst gegen eine Saal- oder Diskussionsveranstaltung und eben für die Form einer Kundgebung vor dem Rathaus entschieden, weil wir natürlich da auch die Möglichkeit haben, wirklich Münchnerinnen und Münchner nochmal direkt zum Eintragen bewegen zu können und direkt ansprechen zu können und hoffen, das auch jetzt noch mit Infoständen bis 16 Uhr heute wirklich noch tatkräftig begleiten zu können. Bevor ich jetzt zu Gregor Gysi überleite, noch drei Gedanken, die für mich im Zusammenhang mit dem Volksbegehren besonders zentral sind. Erstens, ich finde, dieses Beispiel des Volksbegehrens oder der Initiierung auch heißt, kämpfen lohnt sich. Dass sozusagen heute nur noch in Niedersachsen und Bayern Studiengebühren existieren. Nur noch zwei Gebührenländer eigentlich von anfangs 7 Gebührenländern übrig sind. Das ist, würde ich sagen, ein Resultat der Proteste und der Bildungsstreikbewegung. Und dieser Erfolg der Gebührengegner und der Studierenden, die wirklich über Jahre dafür gekämpft haben, dieser politische Erfolg ist auch überhaupt nicht mehr klein oder wegzureden. Zweitens, für uns als Linke ist das Volksbegehren erst der Start in eine Debatte um eine gerechte und chancengleiche Bildungspolitik insgesamt. Bayern ist das Bundesland mit der stärksten sozialen Selektivität im Bildungssystem, mit dem höchsten Anteil an Kindern zum Beispiel, die in Förderschulen landen im gesamten Bundesgebiet. Und das ist Resultat einer Bildungspolitik, die eben mehr aussortieren als Förderung betreibt und ist eben Resultat einer Politik, wo Bildungschancen auch richtiggehend vererbt werden. Das heißt, wir wollen eben mit der Debatte um den Ausstieg aus den Studiengebühren einsteigen in die Debatte um eine gute und gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Weiterbildung und einsteigen in die Debatte um ein Ende der Vielgliedrigkeit in der Schule und eben ihnen auch in die Idee der einen Schule für alle. Und drittens, und damit leite ich dann auch tatsächlich über, es geht uns um eine öffentliche
Hochschul- und Bildungsfinanzierung, Bildung ist eben keine Ware, sondern ein Grundrecht, ist damit eine öffentliche Aufgabe und bedarf einer öffentlichen Finanzierung. Und für dieses Thema habe ich mir gedacht, kann dann vor allem Gregor Gysi in die Bresche springen und nochmal vielleicht zu diesen Themen Stellung nehmen. Danke. Tja, meine Herren, nicht da. Doch, da. Ja, da auch. Ich habe vorhin versucht zu sagen, dass auch diejenigen, die für Studiengebühren sind, eigentlich unterschreiben gehen müssten. Weil da geht es ja nur um die Frage der Demokratie. Will ich der Bevölkerung das Recht geben, darüber zu entscheiden, ja oder nein? Ich kann ja dann immer noch dagegen stimmen oder dafür stimmen, je nachdem. Und ich finde, das müsste man eröffnen. Und ich habe das geschildert. Natürlich haben wir in Berlin verhindert, dass dort Studiengebühren eingeführt wurden. Aber das Ergebnis war, dass ärmere Jugendliche aus Bayern nach Berlin kamen und dort studierten. Dagegen ist nichts zu sagen. Darüber freuen wir uns. Aber dann kamen die Eltern von Berliner Jugendlichen zu mir und beschwerten sich, dass ihre Kinder keine Studienplätze mehr kriegen. Und die wollten sie aber auch nicht nach Bayern schicken, weil sie ja dort hätten Gebühren bezahlen müssen, etc. Also damals hatten wir die Sorge, wenn jetzt alle Bundesländer Studiengebühren eingeführt hätten und nur Berlin nicht, hätten wir es gar nicht durchgehalten. Dann hätten wir irgendwann auch diesen falschen Weg gehen müssen. Und deshalb bin ich so froh, dass, ich sage mal, alle zusammen, also die Studierenden, aber auch die Eltern, auch die Großeltern und immer mehr Politikerinnen und Politiker begriffen haben, es ist der falsche Weg. Und deshalb wird das jetzt abgeschafft. Die neue Regierung, die gebildet wird in Niedersachsen, hat ja versprochen, es auch abzuschaffen, SPD und Grüne. Und dann haben wir wirklich Studiengebühren nur noch in Bayern. Und dabei kann es einfach nicht bleiben. Politisch erledigt. Eigentlich hätte die Mehrheit im Landtag das schon aufheben müssen, aber das scheitert ja wohl an der FDP. Ich glaube, dass der Seehofer jetzt schon die Sache etwas anders sieht. Aber also müssen wir hier einen anderen Weg geben, um die Studiengebühren abzuschaffen. Und die Kernfrage für mich ist immer, organisieren wir Chancengleichheit für Kinder? Ja, nein. Und im Augenblick ist es in Bayern so, dass wenn du aus einem, sagen wir mal, kulturell entfernteren Haushalt kommst, wenn deine Eltern wenig Geld haben, keine Bücher haben, vielleicht auch keine Beziehung dazu haben, bist du chancenlos. Punkt. Du bist chancenlos. Und es gab andere Zeiten, wo es Förderstrukturen gab, dass du doch deine Entwicklung nehmen konntest. Und ich finde, dafür müssen wir streiten, weil Kinder, ich kann für Kinder überhaupt nur dann eine Chancengleichheit herstellen, wenn ich ihnen eine möglichst hohe Bildung zuteilwerden lasse. Und wenn ich auch darum ringe, dass sie das nutzen. Und das fängt eben schon bei einer Kindertagesstätte an. Deshalb muss ich auch sagen, dieses bayerische Betreuungsgeld, das ist aberwitzig. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was dabei rauskommt. Norwegen hat es wieder abgeschafft. Weil es so ist, dass dann die ärmeren Familien das Betreuungsgeld sich auszahlen lassen. Es ist ja eine zusätzliche finanzielle Hilfe. Dann verzichten sie darauf, ihre Kinder an Kindertagesstätten zu schicken. Damit sind die beim sozialen Lernen schon wieder benachteiligt. Und wenn sie in die Schule kommen, ist es zu spät. Also die ganze Orientierung ist falsch, die dort gegeben wird. Und deshalb haben die Norweger, nachdem sie gemerkt haben, dass das völlig in eine Richtung ging, die sie gar nicht wollten, das wieder abgeschafft. Wieso müssen wir jetzt auf Druck der CSU sowas in Deutschland einführen? Also ich hoffe, dass eine Konstellation nach der Bundestagswahl zustande kommt, dass das Betreuungsgeld wieder gekippt wird. Wir haben ja auch eine Normkontrollklage vorgeschlagen, weil man durchaus argumentieren kann, dass das auch grundgesetzwidrig ist. Aber da haben sich SPD und Grüne wieder gedrückt und sagen, sie machen das dann, wenn sie in der Regierung sind. Da habe ich gesagt, ja, und wenn nicht, na gut, dann wollen sie wieder darauf zurückkommen. Also warten wir es mal ab. Aber zum Geld noch so viel. In Deutschland nimmt der Reichtum zu, in Deutschland nimmt auch die Armut zu. Und man könnte ja über soziale Fragen diskutieren, wenn es so wäre, dass das Vermögen in Deutschland abnimmt. Also auch eine Linke muss sich ja dann Gedanken machen, wenn es immer weniger Geld gibt, ja wie nun, was jetzt? Das Problem ist aber, wir hatten 1992 ein Geldvermögen von 5 Billionen Euro in Deutschland und haben 2012 ein Geldvermögen von 10 Billionen Euro in Deutschland. Und auch von 2007 bis 2012, also wenn man nur diese wirkliche ernsthafte Krisenzeit nimmt, ist das Vermögen nochmal um 1,8 Billionen angestiegen.
Aber es gibt natürlich keine Vermögenssteuer, es gibt keinen höheren Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer etc., sondern die Gesellschaft wird bei uns von den durchschnittlich Verdienenden bezahlt. Da haben wir diesen Steuerbauch, übrigens eingeführt von Weigel, der bis heute nicht beseitigt worden ist. Und der kann auch nur beseitigt werden, indem der Spitzensteuersatz erhöht wird, und dafür musst du dann den Bauch schleifen und brauchst eine Gradlinie-Entwicklung. So, außerdem haben wir immer Geld für alle Banken, für alle Hedgefonds in unbegrenzter Höhe. Gehen wir da Bürgschaften und Risiken ein, und bei der Bildung haben wir es nicht. Zur Herstellung der Chancengleichheit für Kinder haben wir es nicht. Wir können es uns nicht leisten, dass alle Kinder in der Kindertagesstätte und in der Schule ein kostenloses, also nicht kostenlos, das kostet ja was, aber ein gebührenfreies Mittagessen bekommen, auch noch eine gesunde Ernährung. Was glauben Sie, was das bedeutet? Zum Beispiel in einer Stadt wie München oder in einer Stadt wie Berlin. In Berlin kenne ich das ganz genau. Da gibt es Kinder, die essen in der Schule, dann gibt es Kinder, die essen zu Hause, dann gibt es Kinder, die essen in der Suppenküche, und dann gibt es Kinder, die essen gar nicht. Und in die Augen der Kinder in der Suppenküche musst du gucken, und dann wird dir ganz blümerant. Und ich finde, das geht nicht. Wir haben so viele Milliarden für Zwecke, wenn ich noch an Rüstung und all das denke, wo wir wirklich einsparen könnten. Nein, die Chancengleichheit für Kinder ist wichtig, und deshalb unterstütze ich das hier. Das ist mir auch wichtig. Und ich habe noch über die Drittmittel gesprochen. Ich möchte auch nicht, dass die Wissenschaft und die Forschung und die Lehre abhängig wird von Drittmitteln. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Unternehmen mal einen Auftrag erteilt. Aber da wird ja eine permanente Abhängigkeit organisiert. Das geht meines Erachtens überhaupt nicht. Also, über all das müssen wir diskutieren. Bildung ist für mich natürlich auch eine zentrale Frage. Bei der Bundestagswahl nur noch folgender Hinweis: Ich bin auch ein Anhänger des Föderalismus, aber ich sage Ihnen, 16 verschiedene Schulsysteme, das passt ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der Postkutschen, hat aber mit dem 21. Jahrhundert nichts mehr zu tun. Und das darf auch nicht aufrechterhalten werden. Wir brauchen hier andere Abstimmungen zwischen den Kultusministern, als das gegenwärtig stattfindet. Und natürlich, dass es ein Koordinierungsverbot, ein Kooperationsverbot gibt im Grundgesetz, ist sowieso völlig falsch. Und der Witz war ja, dass in der Krise dann plötzlich die Bundesregierung Geld ausgeben wollte für Bildung, und dann haben sie festgestellt, dass sie es gar nicht dürfen. Also weil sie sich selber gerade ein Bein gestellt hatten. Deshalb konnten wir dann nur Gelder für die energetische Sanierung von Schulgebäuden zur Verfügung stellen. Aber es durfte keine Lehrerin davon bezahlt werden. Nichts, nichts, nichts. Gut, soweit. Für eine neue soziale Idee.